Willkommen bei Kfz-Tutzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um den VA6, der mich genau einen Monat beschäftigt hat. Ihr fragt euch natürlich, warum hat der Fuzzi so lange keine Videos rausgehauen? Nicht, weil ich sehr viel zu tun habe. Ja, das ist auch ein Grund. Aber ehrlich, dieses Auto hat mir eigentlich den letzten Nerv geklaut. Ich werde euch ganz kurz die Geschichte erzählen. Ist ja der VA6 Turbo, ich habe die Wasserschläuche und so dran gemacht. Hab alles angeschlossen, alles super. Irgendwann kam er zu der Lüftung. Da haben ungefähr so 2 Zentimeter gefehlt. Was habe ich gemacht? Ich habe ganz kurz Kabelbaum von hier einfach so ganz leicht gezogen. Ganz leicht. Minimal. Ohne Widerstand. Der Wagen lief super. Der hat auch kaum noch geraucht. Ich, geil. Wir sind fast fertig. Dann kam ein Abonnent zu mir, hat den VA6 natürlich gesehen, hat gesagt, krass, geil, geiles Ding. Jetzt bestimmt einmal die Auspuffanlage her. Ne, gibst du zu. Okay, warum nicht? Kein Problem, ich mach's für dich an. Nichts kommt. Ist okay. Dann nochmal versucht zu starten. Ging nicht. Also okay. Tut mir leid, will heute nicht anspringen. Kann sein, jetzt, Akku sieht man jetzt auch nicht. Vielleicht ist jetzt Benzin leer oder Akku ist halt sehr schwach. Nächsten Tag, ich baue hier weiter. Alles wieder schön verlegt. Ich habe die Kabel und so angefangen zu verlegen und so weiter. Aber dann habe ich gesagt, ey, lad mal die Batterie und dann guck noch mal, ob der gleich startet. VA6 Sound, ich bitte dich. Ist ja geil. Hab versucht zu starten, ging nicht. Ich so, ich weiß, ich habe das hier ganz leicht gezogen. Da ist 100 Pro irgendwas abgegangen. Ja, dann habe ich natürlich den Sicherungskasten kontrolliert und ja, echt, es waren 3 Stecker ab. Hab die 3 Stecker dran gemacht. Aber wobei ich gesehen habe, die Stecker waren eigentlich für die Lüftung und für die Scheinwerfer gedacht. Wusste ich. Habe ich gesagt, kann eigentlich nicht sein. Weil wenn die Dinger auch ab sind, müsste er trotzdem laufen. Hatte aber nicht. Da habe ich gesagt, okay, jetzt haben wir ein Big Problem, habe ich gesagt. Da bin ich sehr schnell drauf gekommen, dass die durch ist, die Sicherung 15. Sicherung 15 ist für den Steuergerät. Ist klar, warum der nicht anspringt. Neue nachher eingemacht, aber die neue sah, wenn ich die Zündung anmache, genauso aus. Und das habe ich nur ein paar Mal probiert. Natürlich habe ich auch die ganzen Relais überprüft. Einen Moment dachte ich, ich bin wieder in der Meisterschule und muss die Relais überprüfen, ob die funktionieren. So habe ich mich gefühlt. Alles in Ordnung. Aber bis auf Sicherung 15. Geht nicht. Die springt immer wieder raus. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ersten Tag probiert, paar Tage ruhen lassen, dann wieder probiert, immer weiter so, bis ich eigentlich den kompletten Motorkabel rausgenommen habe, alles was ihr vorstellen könnt, alles rausgeholt, hab mir sogar die Arbeit gemacht und hab komplett Sicherungskasten getauscht, die Klemme 15 springt immer noch raus. Ich habe mir die ganzen Kabel angeschaut. Alle Kabel sind in Ordnung. Sobald ich diesen Stecker hier abgezogen habe, das ist hier für den kompletten Motorkabel, ist der nicht mehr rausgesprungen. Da habe ich gesagt, okay, jetzt hast du den Fehler. Und dann habe ich mit diesem Kabelbaum echt zur Arbeit gemacht und das Ganze ausgepflückt. Komplett. Bis zur Sicherungskasten. Und es war in Ordnung. Dann saß ich wieder da. Sind wieder ungefähr 2-3 Wochen vergangen. Habe gesagt, nein. Dann habe ich gedacht, weißt du was, wird doch einfach Koch. Willkommen bei den Kochfuzzis, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mache ich den leckersten Rührei, den ihr je gesehen habt. Es geht ganz einfach, ich zeige euch, wie es geht. Ich wollte eine Pizza bestellen. 15 Minuten, alles klar, danke schön, bis gleich, ciao. Nee, sie schmeckt das. Und das hier, frisch Rocky, Mann. Alter, jetzt kommen wir zu diesem Fehler. Also ich habe das so oft draußen, so oft reingenommen, ich werde diesen Sicherungskasten nie wieder vernünftig eingebaut kriegen, sage ich dir jetzt schon. Weil ey, das ist so durcheinander. Ich habe versucht, das immer wieder rauszuholen und vernünftig zu machen, ging nicht. Dieser Kabel hier, das ist dieser Kabel, den habe ich danach jetzt abgeschnitten, weil ich den neu mache. Das ist passiert, wenn man halt sowas einbaut, Zentralalarmanlage einbaut, wie bei dem hier. Hat man eine Alarmanlage eingebaut und da haben die ein Kabel gesucht. Macht man ja. Man sucht ein Kabel, stecht rein, sucht ein Kabel. Aber bei dem haben die es aufgeschnitten. Nur diese Stelle aufgeschnitten. Und wo ich gezogen habe und das Ganze nach hinten gegangen ist, ist der zwischen 2 plus, müsst ihr euch vorstellen, sich reingeschnitten. Mhm. Der hat sich so reingeschnitten. Und dann immer wieder die Sicherung rausgejagt. Und das war die Klemme 15. Immer wieder rausgejagt.
Und ich suche und suche und suche. Ich habe alles hier gemacht, aber ich bin nicht nach oben gegangen. Und dann habe ich das gesehen. Aber weißt du, wie ich das gesehen habe? Ich habe die zwei Kabel gesehen, habe den Schlitz aber nicht gesehen, weil der Schlitz so schön reingeschnitten ist, das sah aus, wie als wäre es original verklebt. So sah das aus. Deswegen kam ich ja nicht dazu. Habe ich den gezogen und das war festgeklebt. Die Stelle war festgeklebt. Rausgezogen, Klemme 15 rein, Zündung rein. Tada! Das Ding läuft wieder. Hammer. Ungefähr 50 Stunden habe ich nach dem Fehler gesucht. Und nicht mehr der Teufel wird so einen Fehler machen. Nicht mal in der Meisterschule, nicht mal in dieser Prüfung würdest du so einen Fehler haben. Ehrlich. Aber kommt mal erst drauf. Ich wusste, irgendwo ist ein kleiner Fehler, große Wirkung. Egal, ihr seht, ja, wir werden den jetzt zusammenbauen. Ihr seht, das sind die ganzen Kabel, wo ich alles abgemacht habe und dann nochmal provisorisch isoliert habe. Jetzt machen wir einfach weiter und bauen den jetzt zusammen. Aber diesen Kabel mache ich auch fertig, keine Sorge. Ich habe den auch abisoliert, der wird auch komplett erneuert. Ich weiß aber gar nicht, was der Kabel ist, also müsste ich mal in den Schaltplan gucken. So weit war ich nicht. Aber ich habe den Fehler. Es funktioniert. Wir haben die 30.000 erreicht letzten Monat. Ich wollte mich noch einmal bei euch bedanken und wollte euch mal irgendwas zurückgeben. Ich habe überlegt, was kann ich euch schenken, was kann ich euch zurückgeben. Ne, ein Dankeschön wäre natürlich ein Lau. Darum gab es auch nicht so viel Statement von mir in der Hinsicht. Ey, Dankeschön für die 30.000, wie das so jeder tut so. Nein, ich wollte mich echt bei euch bedanken. Und was habe ich gemacht? Steckstützensatz für euch. Hier, so sieht das Ganze aus. Von Vigor ist keine Werbung. Die haben mir das nicht zur Verfügung gestellt. So sieht das Ganze aus. Er sieht richtig geil aus. Also für einen Hobbyschrauber könnt ihr damit lebenlang schrauben. Echt geil. Weil ich habe Vigor auch als Werkzeugkiste, habe ich auch eins da. Und ich sag euch, ich bin sehr zufrieden mit dieser Marke. Deswegen habe ich auch Vigor geholt. Hier in diesem Video werde ich eins verlosen. Naja, auf ihrem Basis könnt ihr natürlich abonnieren, aber wenn ihr halt die Typen seid, die nur abonnieren, weil ich das hier verlose, dann braucht ihr nicht abonnieren. Das sollen Leute haben, die mich auch echt immer supporten und immer dabei sind. Ich würde mich echt freuen, wenn das einer kriegt und damit auch schraubt. Darum habe ich davon 3 Kasten. Ich war letztens noch einkaufen und dann hat der Verkäufer, ihr kennt das, Verkäuferstrategie, hat dann irgendwann gesagt, ey, brauchst du noch einen Schlüsselkasten? Ist so, Schlüsselkasten? Nee, brauche ich nicht. Für die Kohle, da habe ich gesagt, okay, zeig. Dann habe ich nochmal sowas. Was ihr auch im Auto reintun könnt, wobei das andere könnt ihr auch ins Auto reintun. Ne? Das ist was Kleineres, vielleicht für die Damen. Mal was bei sich wechseln, Scheinwerfer wechseln oder was auch immer. Habt ihr nochmal einen kleinen Schlüsselkasten? Davon habe ich auch nochmal 3. Aber in diesem Video geht es echt nur um diesen Vigor. Kasten, was macht ihr dafür? Ihr müsst unbedingt Hashtag machen, sonst findet das Programm euch nicht. So, Hashtag, welchen Tacho haben wir hier verbaut? Welche Marke? Also wenn es vom M3 ist, dann ist es ein M-Tacho. Aber was für ein Tacho haben wir hier verbaut? Also Hashtag, ich gebe euch einen Tipp, es sind 3 Buchstaben. Hashtag, Tacho. Nein, Tacho braucht ihr nicht, ihr braucht nur diese 3 Buchstaben. Fängt mit G an und endet mit I. Oh, sag Hashtag. Doch direkt. Nein, das in der Mitte habe ich nicht gesagt. Auf jeden Fall, Hashtag, diese 3 Buchstaben eingeben. Ich bedanke mich nochmal für die 30.000 Abonnenten. Ehrlich, vielen Dank für den Support. Und wie gesagt, es ist keine Werbung, es ist selber bezahlt. Und ich hoffe, wenn das einer bekommt, ob das hier ist oder das hier ist, hier, dazu kriegt er noch eine Uhr, eine Wanduhr. Hier mit dem hier dazu. Auf jeden Fall sei ich gegönnt und ich hoffe, dass ihr damit auch die eine oder andere schwierige Schraube oder schwierige Schrauberei lösen könnt. Problemlos lösen könnt. Würde ich mich freuen. Okay? So. Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund, das meine ich ernst. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Video, wenn wir das Ding zusammenbauen. Und ja, es gibt Fragen. Ich weiß, dass viele das Video nicht komplett schauen. Aber ja, hier, wir sind dran. Ne, wir sind schon am Drehen. Aber das Video kommt die Tage.
kommt. W124 kommt. Ja. Ja. Der ist schon auf der Bühne. Bleib gesund, wir sehen uns. Bis dann. Haut rein. Ciao.